Seid gegrüßt, der Graf Drago Basler heißt euch willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin jetzt in einem fast eigenen Clan, also der Ferdinand hat jetzt einen Clan gemacht und wir haben uns jetzt mal vorläufig Alcius Nachtwache genannt, auch ein bisschen perverser Hintergrund. Ja, ich bin der Graf, dann gibt es noch eine Herzogin, das ist der nächsthöhere Rang und dann der Gründer. Also der Gründer ist der Beste, Herzogin der Zweitbeste, Graf der Drittbeste. Und ich habe einfach mal gesagt, ich bin mal ein Supporter, der einfach ein bisschen den Clan unterstützt und deshalb brauche ich nicht einen höheren Rang. Aber, ju. Ich habe auf Level 37 gelevelt. Und bin eigentlich schon bald ready für die Warzone. Aber wir müssen noch ein paar Sachen machen. Also auf jeden Fall könnt ihr euch freuen auf viele Warzone-Parts jetzt mit dem Barbar. Eventuell auch mit dem Schützen manchmal wieder. Und später dann mit dem Bashi vielleicht mal und dem Jäger. Hä? Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt oder irgendwas, dann dürft ihr das gerne posten. Ich bin ja sehr erfreut, dass momentan wieder mehr los ist. Und ja, finde es auf jeden Fall sehr toll, was ihr so für mich leistet auf meinem Kanal. Ja, Livestream gibt es leider jetzt heute nicht. Also ja, es ist auch später, wenn ich es hochlade. Vielleicht schon morgen. Aber ja, ich muss jetzt vor allem mal ein bisschen mit dem Let's Playen wieder vorwärts machen und der Clan braucht hat auch seine Zeit. Und ja, schreibt, wenn ihr Livestreams sehen wollt, klar, dürft jederzeit und jo, wir müssen jetzt einfach mal noch den Erdgeist töten, nein, den Feuergeist, genau. Also Spinnen sind doch eher Erdtiere als Feuertiere, aber das sind natürlich Feuerspinnen. Das geht in Ordnung. Probieren wir es mal, ne? Wir müssen dann frühzeitig abhauen, sonst verrecken wir. Ja, ich glaube eher, wir schaffen es nicht. Wir werden einfach bei den gelben Monstern sonst trainieren. Aber Schaden machen wir. Nein. Komm. Ja, zu weit entfernt. Am Arsch. Ja, wir schaffen es nicht. Aber ihr seht, ich könnte schon bald schaffen, hä? Ah. Tja. Bekommen zu viel Schaden über. Ich habe übrigens im nächsten Level Spin zur Verfügung, hoffentlich. Und dann bitte nicht killen. Dankeschön. Wir haben es gleich noch erlebt. Ich wäre sogar weitergerannt. Ja, jetzt haben... Der kann mich angreifen jetzt. Nur weil ich hier über den Stern wollte. Na gut. Das war wirklich wieder mal schämerhaft für mich. Könnte ich mich schämen. Aber wir gehen jetzt an den Strand, genau, weil wir hier in Hauptstadt sind. Sehr gut. Ah, in Hauptstadt gibt es noch eine Quest. Prima. Jo, was haben wir sonst noch? Wir haben hier einen Morgenstern zum Ausrüsten. Der winzig klein ist. Verdammt nochmal. Das ist ordentlich bedauernswert. So einen kleinen Knüppel zu haben. Heieiei, ich brauche doch einen langen, langen Knüppel. Ein fetter Knüppel. Wieder mal wieder pervers, wie immer. Ja, Ring des Blitzes kommt, bekommen wir auch bald über. Leider ist mit Level 40, aber... Mh. Na gut, Harley Quinn ist wieder mal online. Die ist normal... Hey, die war mit dem Schützen, war dem gleichen Level wie ich. Und jetzt ist die immer noch normal. Hey, level doch ein bisschen mehr. Mehr Motivation, komm. Ich werde dein Motivationstrainer. Ja.
Aber leider ist es Spanisch wahrscheinlich. Ja, ja. Jetzt müssen wir unser Debuff wieder runtersetzen. Sicher hohe Debuff, hä? 2%, okay. Wenn man sich nicht selber umbringt, bekommt man 2%, sonst 5%. So, Account is Captain. Er ist so süchtig, der Ferdinand. Er kauft sich sogar eine 500er Rolle. Damit er schneller levelt. Ja, müssen wir dann auch nehmen, aber es ist ja nicht so wichtig. Man hat so wenig Reichweite mit diesem Scheißteil. Ja, genau, heil dich. Bravo. Bist du ein Cheater, ey. Da cheaten sogar die NPCs langsam. Ihren Heilungskräften. Okay, in der Warzone ist es eher die Stunts-Zeugs und die Buffs von Warzone und so weiter, aber ja, ich bin eher erfreut sogar, dass man hier in Regnum nicht mehr cheatet. Ich würde mal gerne wissen, wie viel denn gecheatet wird. Ob irgendwas gecheatet wird. Weil es gibt manchmal halt Spieler, die unter alles saugt sind und alles wagen. Hey! Tante nicht das Große. Ist noch nervig hier am Strand, wenn wir nur die Kleinen töten können. Erledigen wir noch einen. Ha! Konnt's nicht angreifen, hä? Ja, jetzt das gleiche. Noob. Nachmacher! Hut der Balance. Ja, haben wir einen Level 40er. Pesci in unserer Truppe, der Miru. Das ist auch toll. Aber er skillt noch ein bisschen falsch. Er skillt die Buffs nie. Hält er noch? Ja, eben, mittlerweile geht es so lange zum Hochladen. Wir sollten das prozentuell machen. Das war ein schlechter Stab. Da hat sich ein besser. Hut. Okay. Ein Stab hat er einen schnellen, da müssen wir auch einen schnellen finden. Naja, Beshi ist halt nicht so viel Möglichkeit an Items zu kommen, dann unterstütze ich ihn gerne. Aber eben, man findet so wenig Items, das ist es. Millionär bin ich auch schon geworden. Sogar noch 133.000 mehr. Es läuft momentan, also ich bin froh, dass ich wieder schneller vorwärts komme. Wer ist hier am Leveln? Terla Clavio. In der La Maigede. Niederhauen. Thank you.
schön, wieder einer, der froh ist, dass ich das Let's Play und Livestream. Er ist... Geht's da hier nur? Naja. Jetzt aber, glaube ich, auch Mitgründer. Kenn ich jetzt gerade nicht so vom Namen her, aber ja, ist Mitgründer. Hm. Trollbezwinger ist jetzt. Hm. Das müssen wir noch mal kurz ausruhen, ne? Ich schaue, dass ich den Part noch heute hochladen kann. Geht ja nicht lange. Dann haben wir schön aktuell die Parts. Ungefähr eine Stunde dauert, wenn ich jetzt sofort hochlade. Ja, okay, 2 Stunden eher fürs Rendern und fürs Hochladen. Und dann ist der Part schon on. Ich bin übrigens sehr begeistert von diesen zahllosen Aufrufen. Schön viele Aufrufe momentan. Zwar nicht mehr maximum so viel, aber wie schnelle und längere Zuschauerzahlen. Das ist toll. Ja, das ist der 49. Part. Dann kommt der nächste Part. Der 50. Part. Leider können... Ja, wir können schon einen speziellen Part machen. Vielleicht mit dem Baba ein bisschen in die Wasser, hä? Und dann, ja, im 51. können wir mal kurz zurück nach United, also zum Schützen gehen, United ein bisschen treffen. Eine gute Zeit, also morgen Abend eventuell. Und eben, wenn ihr Livestream sehen wollt, dann kann ich das natürlich machen. Es ist halt einfach schade, dass jetzt momentan halt die Livestreams nicht mehr so beliebt sind, weil ich halt wenig Wasser und Sachen mache. Das ist klar, wenn ich einen neuen Charakter anfangen möchte, brauche ich halt wieder Zeit. Aber ja, es ist trotzdem noch spannend, nebenbei noch diesen Hochlevel. Also wenn ihr halt keinen Spaß habt, dann kann ich das natürlich klar, akzeptieren. Ich bin ja sowieso nicht einer, der auf alles abhängig sein muss. Aber ich habe immerhin 1 Euro wieder bekommen von YouTube. Immerhin bekommt man ein bisschen Geld über. Besser wäre es natürlich, wenn ihr die Adblock rausmacht oder so und die Videos ganz, also die Werbung vor allem ganz schaut. Aber das, dazu zwinge ich niemanden. Auf keinster Weise. Ich bin sogar froh, dass ich immerhin genug Geld habe. Ich muss nicht reich werden, überhaupt nicht. Aber für jeden, der mir unterstützen kann, und es eventuell dann auch wirklich auch sehr gut mit mir hat und so, dann kann ich es nur empfehlen, auch ein bisschen mich zu helfen dadurch. Momentan habe ich es sehr schwer, krankheitlich und ja, beruflich sozusagen. Es ist eiseskalt, ich kann nicht Fußball spielen, ich kann nicht Kampfsport machen, zu wenig Platz in meinem Zimmer, zu wenig Platz im Haus, könnte es nur draußen machen. Und für ein Fitnessstudio muss ich lange ja, reisen. Hä?
Ja. Gibt's im Handelskrieg was? Oh Gott. Fürschütze. Stumpfe Schaden, Durchbohrschaden ist immer besser. Ich denke, die Leute haben recht wenig Schlagresistenz. Am meisten sicher Durchbohrresistenz eventuell. Oder Schneideresistenz. Könnte man eigentlich recht gut aufräumen. Ich hoffe es jedenfalls. Ich mache auch mal 1000 Schaden an Spieler, wie zum Beispiel Tanks. Jetzt mache ich ja mal nicht so viel Schaden gegen Akantis Captain, die sind ja auch gelb. Aber ich mache über 1000 Schaden an blauen Gegner. Aber schau, wie wir leveln, das ist gut. Es geht vorwärts, gell? Geht doch nicht so lange, du blöde Skin. Lieber den schnelleren einsetzen. Ach komm, heute noch. Ich bin wieder ein bisschen angespornt auf Schnelligkeit. Kann ich so langsame Sachen nicht hin haben. Das geht nicht. Ich habe einen Livestream vorher geschaut von Dragon Quest Monster, nein nicht Monster, das neue, wo wie Minecraft ist. Auf jeden Fall finde ich schon schade, dass es so extrem begrenzt ist, aber ich würde dadurch sicher gerne einen PlayStation 4 oder so kaufen. Es gibt ja jetzt eine neue Version, wenn ich Geld hätte, da könnte ich auch ein bisschen PlayStation 4 Let's Plays machen oder so. Schon gerne. Da muss ich aber auch noch einen Fernseher haben, ja? Mein Vater hat so einen guten Fernseher und braucht ihn nicht. Schade. Mal die Buffs jetzt gerade nicht aktiv. La, 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 la. Wir haben 8700 gesehen. 8400 gesehen, sorry. Wir können schon ein bisschen vorwärts machen, so langsam. Wir haben hier Booster, aber... Jetzt ist das 500 ober 200. Hm. Warmaster Currents plus 3. Für 30 Tage. Oh, das muss ich mir kaufen. Ich werde langsam auch sehen. Tut mir leid, ich will nicht so süchtig sein. Aber je mehr man in ein Spiel kommt, desto süchtiger macht's. Ich verstehe nicht, dass manche Leute nach einiger Zeit sowas und Langeweile haben. Das kann ich einfach nicht verstehen. Man bekommt halt nichts mehr Neues. Aber die Motivation liegt doch im anderen Bereich. Wenn man halt irgendwie ja mal wieder neu anfängt, also hat man immer wieder 1000 mehr Erfahrung. Man muss sich nicht immer durchbeißen, das ist falsch. Die Spieler wollen die ganze Zeit online sein, süchtig sein. Das ist halt relativ ja nervig halt schon fast. Für andere Spieler, wenn wir alle so richtig gewinnbringend kämpfen müssen, da ist möglich. Nur Stunts einsetzen. Ist schade. Wo sind eigentlich diese nicht mehr? Ah, der eine ist ja offline gegangen. Okay, ich habe ja gar keine Party momentan. Ich habe nämlich das Spiel neu gestartet. Damit es ein bisschen flüssiger läuft. Ich habe immer so die Ahnung, dass ich einen schlechten PC hätte. Dabei habe ich einen super guten PC, aber das Spiel läuft halt nicht so gut auf guten PCs.
Da hatte ich mit dem vorherigen PC viel weniger Probleme. Tja. Ja, dann bekommt der Fang. Schön, schön. 500. 35. 581. Nicht schlecht. Der Schaden mit allen Buffs ist schon gut. Aber der Schaden, den wir erleiden, ist halt auch nicht so gut. Ohne Buffs. Sollte vielleicht den anderen Buff auch reduzieren. Ja? Vor allem halt jetzt momentan. Also machen wir wieder mal ein bisschen Quests. Ich will hier euch auf 8 bei Laune halten. Ja, gehen wir raus dort. Hm. Haben gut gelevelt, also so wenig Gegner, wie wir getötet haben, ist es schon vorwärts gegangen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir Level 48 relativ schnell hinter uns halten lassen. Weil beim Schützen ist das sowas von langweilig in diesem Abschnitt. Hm. Und eben mit Level 46 werde ich dann eine Schriftrolle kaufen für, ja, Drop-Chance plus 200. Ja. Already. Aber das ist eine super Gilde und macht wirklich Spaß mit ihnen. Sollte aber auch so bleiben und natürlich noch mehr kommen. Ich freue mich. Jo, und ich werde eben supporten, ich kann auch anderen Clans dann supporten. Auf jeden Fall will ich schon die Motivation wieder in diesem Spiel ein bisschen nach vorne bringen. Ich sehe immer wieder arme Leute, die schreiben mich an und sagen, ja, sie seien richtig depri durch dieses Spiel und so. Kann ich wirklich verstehen, aber ja, so tief fallen ist halt etwas, was schwer ist, es einfach wieder nach oben zu schaffen. Da braucht man einfach Unterstützung und die Spieler geben sich zueinander zu wenig gute Laune sozusagen. Und das möchte ich einfach fördern. Ich werde dann auch irgendwann mal einen Clan machen, der dann richtig so, ja, wohltuend ist zu den Spielen, die sie in den Clans haben. Und auch natürlich an die anderen Clans, wo ich schon war. Also ich werde jetzt United immer wieder unterstützen, kein Problem. Jetzt muss man einfach schauen, dass wir da Kontakt wieder bekommen. Weil ich möchte den Schützen echt nicht gerne weiterspielen. Bevor ich nicht Items habe, die mir helfen. Oder einfach Supporter, aber dann habe ich wieder halbes Erfahrung, dann geht es noch länger. Ja. Ja, eventuell werde ich alle Booster dann beim Schützen einsetzen. Und die Magic Fan Booster natürlich. Beim Baba. Ich bin halt immer so ein bisschen am Taktieren. Und eben diese taktischen Sachen fürs Game und so, das tut schon gut, anderen auch weiter zu erzählen. Wenn du jetzt ein Eigenbrötler wärst und immer alles selber machst,
Ja, dann wird es jetzt nicht so viel Spaß machen. Halt. Und dann bist du halt einfach ein Einzelbrödel. Basta. Oh Gott, schwarzer Helm, so ein Teufel. Angelina. Okay, jetzt Geisterschlacht nochmal. Die Quest habe ich doch erst gemacht. Jetzt muss ich schauen, wo die Geister sind. Hä? Ich habe wieder durch den Sport nur Schleim und Bakterien im Mund. Es kommt alles von der Lunge hoch, weil ich ja Asthmatiker bin. Und das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Easy peasy. Wir machen so viel Damage, das ist so schön. Das ist genau meine Klasse. Ab damals hatte ich nicht so viel Spaß bei ihnen, es war ja alles leer, aber die Spiele ja nicht mehr richtig und kamen dort. Frag mich, was momentan ist, eine Forteroberung pro Tag. Keine Ahnung, es ist schade, dass die Deutschen nicht zusammenhalten. Hätte gerne ein bisschen besser gehabt, aber ich habe ja jetzt schon gewechselt, auch Frau. Hier ist viel mehr los. 500 mal mehr. Jetzt endlich. Sonst müssen wir noch, glaube ich, irgendwo hin, hä? Ja, zum Geisterschlachten. Ah, Hauptstadt und so, ne? Die dachte ich mir. Hopp, vorwärts. Bist du blöd. Gib mir jetzt endlich mal den weißen Wolf. Ja, ja. Also, beben wir das noch ab. Ich freue mich, wenn mal richtig was los ist. Auch vielleicht in einem Livestream oder so, dann richtig gewaltig viel los ist. Das wäre schön. Aber eben, da müssen alle Leute, die mich jetzt gerade auch hören, ein bisschen etwas dafür machen. Wer nicht spielt, sollte mal auch wieder dieses Game spielen. Es macht wirklich Spaß. Und ich werde es ja auch euch zeigen, wenn wir wirklich auch ein bisschen gleichgesinnt, gleich gut sind wie die Leute aus Ignis und Syrtis. Aber das geht halt einige Zeit, das ist klar, oder? Es haben mich schon wieder ungefähr 3 Leute deabonniert. Pech. Ich sag dazu nichts, aber ja, ich deabonniere auch manchmal andere YouTuber, weil sie einfach nicht mehr das haben, was mir Spaß macht an denen. Das ist kein Problem. Aber es ist halt einfach immer wieder lustig, dass mehr auf einmal immer wieder gehen müssen. Ich habe immer wieder so ein stetiger Zuwachs von der Abonnentenzahl und dann plötzlich 3 wieder runter. Manchmal sogar 5 oder 6 runter. Das ist irgendwie komisch. Das sind das Spieler, also Abonnenten, die gar nicht mehr aktiv auf YouTube sind schon Jahren und die dann einfach aussortiert werden von YouTube. Keine Ahnung. Ist einfach so ein bisschen, naja, halt ein bisschen schade, weil meine YouTube-Videos kommen gut an, aber wahrscheinlich nicht gut genug. Und ich möchte mich natürlich immer wieder verbessern. Ja, aber man hat es schwer. Als YouTuber hat man es extrem schwer und das Livestreamer sicher noch mehr. Auf Twitch hat es eigentlich nur noch Werbung. Jeder macht Werbung für irgendwas, ein Spiel oder mehrere Spiele.
für eine Konsole immer nur Werbung machen. Das ist Kaka. Hundekaka. Aber leider ist momentan die Menschheit einfach so, dass es immer wie mehr Werbung geben muss. Es immer mehr aufregen muss. Tja. Oh, ein neues Amulett. Was? Zeig doch mir, was das für ein Amulett ist. Ey. Farbe, Vorschau. Hab ich jetzt noch nie benutzt. Naja, was passiert jetzt? Lol. Gelb. Ach, für ja, pink. Also bin ich ganz pink. Das wird gar nicht besser. Vielleicht einfach, weil es Lederrüstung ist. Vielleicht später dann mit Diamantenrüstung und so. Ist auch nicht ganz. Es ist ein bisschen schade, dass nur das Metall rot. Naja, schwarz. Ah, das ist dunkel. Das ist doch geil. So möchte ich gerne in den Kampf. Vielleicht etwas noch rot. Den Brustpanzer rot. Naja, ist zu viel. Die Hose rot. Ja, jetzt ist alles natürlich rot. Die Schulterpanzer, aber das ist nicht oben. Also der Schulterpanzer ist noch schwarz, ne? Unten ist rot. Aber so ist nicht schlecht, hä? Der Helm habe ich halt nicht. Die Handschuhe werden rot natürlich nicht so schön. Tja, jetzt ist alles wieder weg. Sowas von schade. Ich bin sowas von Depri. Ich habe keinen roten. Schwarz-roten Ausrüstung. Ach, Kriegmeister. Stärke plus 4. Waffenschaden ist plus 6. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich mach das mal hier hin. Ich habe 472 bis 548. Ja. Dankeschön. Geister. Nicht so gut. Ja. Stärke bringt einfach nicht viel. Das ist so schade. Würde doch besser sein, wenn es ein bisschen mehr bringen würde. Ja. Wieso ist das jetzt so langsam? Ah, trägt noch mit ein bisschen Probleme mit Fraps. Es geht wieder home. Und da macht hier jemand Feuerwerk oder so. Was extrem viel Regnum Power braucht. Ja, jetzt ist 24 FPS. Jetzt seht ihr ein 24 FPS Video. Ist doch viel besser, 60 FPS. Sonst habe ich durchgehend 60 FPS, aber... Nein, jetzt habe ich natürlich 23 FPS. Ist wunderschön, hä? Seht ihr das? Man sieht die Animationen jetzt länger. Stellt euch das mal vor. Oh, ich habe 19, jetzt ist es noch schlimmer. Na toll, dann beende ich leider das Video jetzt. Aber ich mache ja 2 Parts pro Tag, wenn es mal ein bisschen besser laufen würde. Naja. Ich gehe jetzt noch kurz Ding. Die anderen dürfen abschalten. Ein paar beenden, aber ich möchte kurz noch die Quest abgeben mit euch. Weil man müsste den ganzen PC neu starten, damit Fraps auch meint, wir haben wieder mehr CPU. Tja. Ich warpe mich, seht ihr das?
Ich warpe mich immer wieder ein bisschen zurück. Vorwärts. Ja. Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Ich habe 14 FPS. Seid irgendwie langsamer. Gut. Ah, ja. Nicht schlechte Erfahrung bekommen. Tschüss, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basel. Tschüss.